Nun damit herzlich willkommen zur ersten Folge von The Journey Hunter Returns. Und ab heute gibt es dieses wundervolle Projekt auf meinem Kanal. Und wir haben als erstes die Auswahl, bei welchem Verein wir denn unterschreiben wollen. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Wollen wir bei Brighton Albion zum Beispiel sein oder wollen wir bei einem größeren Verein werden, unterschreiben sollen, tuten? Das ist schon wieder das beste Intro aller Zeiten, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich wäre dafür, dass wir so einen Mittelklasse-Verein nehmen, der jetzt nicht so schlecht ist, aber auch nicht jetzt so krass überhypt. Sowas wie Stoke, Newcastle, Swansea vielleicht? Wo wollen wir denn hin? Wir können natürlich auch Zufall machen, aber das wollen wir nicht. Das wäre doof. Wir nehmen Crystal Palace. Lass uns Crystal Palace nehmen und dort unterschreiben. Und viel Spaß mit diesem Projekt. Wenn es euch gefällt, lasst eine Bewertung da. Und jetzt geht's los. So wollte ich meinen letzten Urlaubstag nicht verbringen. Mann, wenn du nach Rio gehst, musst du dir auch mal die Realität ansehen. Das ist das wahre Leben. Auf solchen Straßen hat Pelé spielen gelernt. Ronaldinho, Roberto Carlos, Neymar. Und bitteschön. Es ist überall dasselbe. Andere Straße, selbe Traum. Dich kann echt nichts umhauen, oder? Roberto Carlos, Legende. Vielleicht spiele ich mal eines Tages für Real. Oh, ja, klar, aber Freistöße wie er hast du nicht im Repertoire. Alex Hunter, Alex Hunter! Vem jogar com a gente! Premier League, Premier League! Was sagt Auf er? Dieser Welt kennt dich echt jeder, aber mich, Danny Williams, ich bin ein Mega-Championship-Superstar! Renan, fala pra eles jogarem com a gente. Ok. Hey, die wollen, dass ihr spielt. Não tá no meu time. Ist in meinem Team. Ja, dann erteilt euch The Williams jetzt mal eine kleine Lektion. Vamos a passo. Und somit geht das erste Spiel los und wir haben eine Art FIFA Street. Geil. Die Journey. Wir werden jetzt wahrscheinlich hier deklassiert von den Kleinen. Oh, den hat er. Sehr gut. Das ist FIFA Street. Das ist ja geil. Kann der was am Ball? Ja, jetzt Alexander. Huah. Nein. Gibt kein Aus. Okay, jetzt hier zeigen wir mal, was wir können. Bams. Oh, der war fast drin. Der jongliert erstmal. Nee, eine Grätsche auf diesem Platz. Wollen wir nicht. Ja, dann müssen wir mal jetzt versuchen, nice, zu gewinnen. Ach, da, Seiten aus. Seit wann gibt's denn bei solchen Street-Soccer-Zeug Seiten aus? Nice. Lässt du dir gerade von so einem kleinen Ball abnehmen? Nice. Ach, Danny, was machst du? Wo läufst du hin? Junge. Sehr gut. Ich mach rein. Jawohl. 1-0. So sieht das doch hier aus. Danny Williams. Aber wir wollen ja mit Alexander ein Tor schießen. Ja, das wird jetzt ein einfaches. Was? Das wird jetzt ein einfaches Tor. Ja, das wird ein einfaches Tor. Ja. Ich bin der Beste. Ich bin Alexander. Ich schieße daneben. Damit die anderen Leute auch mal eine Chance haben. Nice. Das war schön daneben gespielt. Hitzegrätsche, geil. Und erstmal weg hier. Ist zwar nur freundschaftlich, aber. Muss doch mal ein bisschen Zweikampf zeigen hier. So, Alexander jetzt aber. Es kann doch nicht sein, dass der Kleine schneller ist als Alexander. Was hat denn der für eine Beschleunigung? Jetzt aber mal.
Foul! So. Jetzt Alexander mit dem Pass auf den Kleinen und der Kleine macht ihn rein. Super. So schießt man Tore, Alex. Wenn ich am Lerntor vorbeizuschießen. Das kann jeder. Nice. Ah, aber Glück. So, jetzt mal hier einen kleinen Trickler. Na, so läuft das hier mit Alexander. Im Alleingang macht er das hier. Zack. Ja, gut, jetzt ist es eindeutiges Ergebnis. Wir sind natürlich klar die bessere Mannschaft, weil wir einfach Alexander sind. Ja, da laufen wir noch dazwischen. Den holen wir. Aber geile Atmosphäre. Es fängt auf jeden Fall ganz entspannt und ganz locker an. Nicht wie in der ersten Journey. Da sind wir ja gleich völlig mitten im Geschehen gewesen. Und hier ist es so ein bisschen einfach so just for fun. Mal ein bisschen den kleinen Jungs eine Lektion erzählen. In Sachen Fußball. Den holen wir. Oh nein, die haben ein Tor geschossen. Können wir noch ein schönes Tor machen? Bams! Jawoll! Hey! Vielen Dank, Mann. Gutes Spiel. Danke, gutes Spiel. Schönes sehr Spiel. Gut gespielt. Vielen Dank. Sehr gut. Sehr gut. Danke. Danke. Mach's gut. Sehr danke. Gut gespielt. Ja, macht's bis gut. Dann. Danke. Ciao. Überragend. Oh, dieser Renan hat echt was drauf. Ja, aber würde er das auch im kalten Regen schaffen? Komm, wir müssen zurück ins Hotel. Denk an den Flug morgen früh. Oh ja, bloß nicht am ersten Vorbereitungstag zu spät kommen. Hm? Persönlichkeit. Alex' Persönlichkeit verändert sich anhand deiner Entscheidungen und Unterhaltungen. Das kennen wir ja. Wir können jetzt hier wieder hitzköpfig, coolen, ausgeglichenen Antworten. Und ja. Wir sind erstmal wieder der coole Typ. Kann sich mir aber in dieser Saison wird überragend. Du könntest Training gebrauchen. Ich würde am liebsten sofort loslegen. Diese Saison wird überragend. Die Saison muss grandios werden. Oh ja, richtig. Dieses Jahr lernen die Leute den echten Williams kennen. Keine Gnade mehr, Mann. Keine Gnade mehr. Ja, Mann. Ja. Don't show up to my show if you got no energy. The Journey. Hunter Returns. Ja, und wie ihr gerade in diesem Intro gesehen habt, gibt es dieses Jahr wieder drei Legenden, die man treffen kann in diesem virtuellen Spielerlebnis: Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo und mein absoluter Lieblingsspieler Thierry Henry. Aber noch ist es nicht soweit. Wir haben hier wieder einige Nachrichten im Social Blade. Die interessieren mich jetzt nicht so wirklich. Denn wir wollen jetzt einfach weitermachen. Und los geht's. Du kannst Alex Lux auf und neben den Rasen anpassen. Oh, das ist neu. Erziele Fortschritte und erreiche bestimmte Followerzahlen und Einnahmen, um Objekte freizuschalten. Eine hitzköpfige Persönlichkeit sorgt dafür, dass deine Followerzahlen schneller steigen. Aha, das kennen wir. Anpassen. Ah, da gucken wir doch gleich mal rein. Was haben wir hier? Outfit. T-Shirts. Ah, das ist cool. Jetzt können wir unseren Charakter hier ein bisschen erstellen. Wir sind ein bisschen cool. Longsleeves können wir hier tragen, wir können Jacken tragen, eine Hose, da haben wir nicht so viel zur Auswahl, ein bisschen hier zerwaschenen Look. So, und Schuhe, was haben wir da?
was Buntes, was Knalliges, vielleicht was farblich Abgestimmtes. Dunkelblau, jawohl. So können wir uns doch mal geben lassen auf dem Rasen. Nein, das ist Frisuren. Ach geil, jetzt kannst du den echt individuell anpassen. Mal gucken. Ja, das sieht ein bisschen komisch aus. Das sieht auch komisch aus. Lassen wir mal die Standardfrisur. Wir können uns Tattoos machen. Geil. Erstmal schön tätowieren lassen als Alexander. Da ist es. Ah nee, das lassen wir mal. Auf dem Nacken. Naja. Linker Arm. Tribal. Ja. Muss das sein? Ich weiß es nicht. Tribals, Octopussies. Schlag mich tot. Ja, nee, das wollen wir nicht. Trikotform. Teamform. Nein, wir wollen ein enges T-Shirt. Trikot lassen wir draußen. Unterhemden. Oh, geil. Ist echt cool. Schuhe. Ah, da haben wir noch nicht so viel zur Auswahl. Adidas. Bla bla bla. Ist alles noch nicht freigeschaltet. Oh, doch hier. Adidas. Oh, die sehen doch ganz fresh aus. Ja. Oder in Gold. Gibt's die auch. Nice. Socken. Lassen wir ganz hoch. Und Knöcheltape. Weiß. Und mein starker Fuß ist rechts. Und dann würde ich sagen, dann passt das. Ja. Kapitel 1. Das Leben. Okay, hört mal zu. Ihr hattet jetzt alle euren Urlaub, aber ab heute wird trainiert. Unsere Tour in den USA steht bevor. Wir kämpfen gegen Top-Vereine und um den International Club Cup. Ich erwarte von euch nicht weniger als absolute Spitzenleistung. Der Boss hat mir gesagt, dass es keine Stammplatzgarantien geben wird. Dies ist eine neue Saison und wer aufgestellt werden will, muss hier auf dem Platz jedes Mal alles geben, was er hat, und zwar ab sofort. Wenn dieses Jahr mehr als das Tabellenmittelfeld rauskommen soll, muss unsere Fitness am Saisonbeginn top sein. Alles klar? Hunter, komm mal her. Wie ich hörte, hast du im Sommer in Rio in der Sonne gelegen. Beeinträchtigt das jetzt deine Form? Zu viele Besucher am Buffet? Ich muss dich nicht daran erinnern, wie man spielt, oder? Im Laufe seines Journeys-Abenteuers wird Alex mit wichtigen Entscheidungen konfrontiert. Lassen sich nicht rückgängig machen, okay. Was sagen wir? Kann losgehen, natürlich. Stürze dich mit der ersten Mannschaft in eine 1 gegen 1, 11 gegen 11 Trainingspartie. Alex trainiert die das ist sozusagen Tutorial. Kann losgehen. Kann losgehen. So will ich das hören, Hunter. Das rechte wäre Tutorial gewesen, das ist sozusagen als Einsteiger gedacht, aber das brauchen wir ja nicht. Wir kennen uns aus. Zumindest etwas. Es kann losgehen, Jungs. Die Arbeit geht weiter. Zeigt dem Trainer, wofür ihr bezahlt werdet. So, unser erstes Trainingsspiel beginnt und wir steuern noch die ganze Mannschaft. Wir können noch nicht aussuchen, ob wir nur die Mannschaft spielen wollen oder nur Alex. Das ist im Moment jetzt noch nebensächlich, aber wir werden jetzt natürlich versuchen, mit der Mannschaft komplett alles ein bisschen so abzusteuern, dass Alexander gut dasteht und viele gute Ballaktionen hat, damit er auch gesetzt ist. Aber jetzt erstmal Wilfried Zaha. Nochmal ein Pass, ja. Kommt leider nicht an. Das war aber nicht unser Problem. Sondern der Fehlpass von Zaha. Jetzt hier die ganzen Leute. Muss ich jetzt ja nicht jeden einzelnen vorlesen. Ich kenne ja eh nicht alle. Das ist vielleicht ein bisschen doof. Aber na gut. Puh.
war eine gute Aktion. Und ja, wie ich schon in der Demo gesagt habe, FIFA 18 ist sehr, sehr langsam geworden, auch so von der Steuerung sehr behäbig, so von den Ballaktionen. Man muss sich da wirklich sehr einstellen an den Verteidigungen, in der Verteidigung, besser gesagt. Ah, faul. Faul. Damit man ordentlich verteidigt. Da gibt es so ein, zwei, drei Tipps, wie man besser werden kann. Ich mache es meistens so, dass ich einen Mittelfeldspieler versuche anzuvisieren und dann mit denen immer hinterher laufe, durchs Mittelfeld laufe und die Verteidiger wirklich automatisch agieren lasse. Das ist das Beste, weil so machen die keine Stellungsfehler und sind immer perfekt positioniert. Jetzt nochmal hier ein Pass auf Hunter, der mit dem ersten Abschluss, aber das war noch ein bisschen leichte Beute für den Keeper. Und wir müssen jetzt natürlich versuchen, in der Startelf zu bleiben, mit gutem Spiel, mit guter Punktzahl. Ihr seht ja oben rechts unsere Bewertung zurzeit. Wenn die dann höher ist, umso besser sind wir natürlich dann gesetzt. Umso weiter, umso fort. Ich denke mir, alle die die FIFA kennen, die kennen das Prinzip mit dieser Bewertung. Und alle die es nicht kennen, das sieht man ja relativ gut. Jetzt habe ich zum Beispiel einen guten Pass gemacht und habe jetzt eine bessere Bewertung bekommen. Und mit einer besseren Bewertung steigt dann halt auch mein Gehalt und so weiter und so fort und mein Ansehen beim Trainer. Das sind alles so kleine Faktoren. Wenn ich schlecht spiele, dann ist das natürlich auch nicht gut. Aber das mache ich natürlich nicht, denn ich bin der Beste. Ja, na, eigentlich nicht, aber na gut. Also FIFA 18 ist noch sehr gewöhnungsbedürftig. Da muss ich noch ein bisschen arbeiten und üben, dass ich da wirklich, so wie in FIFA 17, da war ich ja sehr konstant gewesen, auch nicht so schlecht, dass ich da wieder anknüpfen kann und auch in FIFA 18 eine Maschine werde, eine einzigartige Maschine. Wir spielen jetzt dieses kleine Spielchen und ich würde sagen, ich schneide euch einfach mal, wenn was Cooles passiert, schneide ich euch das rein, denn dieses Trainingsspiel brauchen wir jetzt nicht zu sehen. So insgesamt, das ist jetzt ja nicht für die Story weiter wichtig. Also, bis gleich. So, das Spiel ist vorbei. Wir haben 1-0 gewonnen, haben das 1-0 vorbereitet und eine 7,1 Bewertung. Ja. Auf einmal fühlt sich Martin Nix sehr weit weg an, Mann. Dein positives Denken hat mir gefehlt, Lili. Man weiß erst, was man hat, wenn es weg ist, nispa? Also, wo gehen wir denn heute essen? Da kann ich leider nicht mitkommen. Ah ja, Philipp. Medientag für die neuen Premier League Stars. Sieh? Sieh? Oh, sieh mal, es ist Alexander. Bitte, Mr. Hunter, bitte. Krieg ich ein Autogramm? Hey, lass den Quatsch, ja? Lass dich nicht verrückt machen, Alex. Beim Team geht es nicht um dich, sondern um uns. Es geht um mich.